Ins. Ja, und dafür muss Sandbacken halt räumen. Jede Kombination, egal wie. Ja, also 9 Stück mit 2 Würfen reicht nicht. Dann wäre er bei 177. Aber der Räumer sollte möglich sein. Der Babysplit. Aber noch nichts verloren. Ja, von allen Splits, die stehen bleiben können, sicherlich der einfachste. Aber in dem Moment, den räumen zu müssen jetzt, um im Spiel zu bleiben. Das ist schon mal eine Drucksituation. Geht's in Spiel Nummer 3 oder hat Martin Paulsen den Europameisterschaftstitel sicher? Paulsen ist Europameister. Mit 179 zu 177 gewinnt er auch Spiel Nummer 2, nachdem er Spiel Nummer 1 auf dem kurzen Höhenmuster mit 219 zu 213 gewonnen hat. Wir machen ein kurzes Päuschen und dann schauen wir mal auf die Prize Giving Ceremony, wie es so schön heißt. Ja, wir sind zurück in München im Dream Bowl und sehen hier den Einmarsch der Medaillengewinner des Masters-Finale der Herren-Europameisterschaft. Hier ist Osko Palerma. Also richtig zufrieden sieht auch anders aus, ja. Okay, da kommt das Lächeln. Medaillen werden vergeben von Joan Ricard, den wir vorhin ja schon im Interview hatten. Oh, da muss man nichts zu sagen, das hat wohl jeder verstanden. So, die Bronzemedaillen sind vergeben und jetzt darf der Chef ran, Roland Mück. Der DBU-Präsident. Und selbstverständlich, den Silbermedaillengewinner hatten wir am Telefon, am Mikrofon. Not bad luck. Jörn Sandbach meint, es war kein Pech, ich habe einfach die schlechteren Shots zur dümmsten Zeit gebowlt, und zwar im Finale, aber das ist auch ein Teil des Spiels und deswegen kann ich diesmal nur selbst die Schuld geben. Ich war sehr nervös beim letzten Shot und habe mich nicht genug beruhigt und konzentriert unmittelbar vor dem Abwurf. Tja, und dann war es folgerichtig einer der schlechtesten Shots, die ich während des gesamten Finals gebowlt habe. Of the 2011 European Men's Championships is Martin Paulsen from Sweden. Ja, und er hat's wahrgemacht zur Goldmedaille im letzten Jahr hier in München, dann auch noch die Goldmedaille im Masters jetzt bei der Europameisterschaft. Und der Tourdirektor übergibt die Goldmedaille an den frisch gebackenen Europameister. Und die Coaches bekommen ihre Medaille ebenfalls. Der ja schon Bronze geholt hatte im Teamwettbewerb. Und auch er musste natürlich Rede und Antwort stehen am Eurosport-Mikrofon. Also ganz ehrlich, ich kann gar nicht glauben, dass ich gerade wirklich Mats auf kurzem Öl besiegt habe. Das erste Spiel war in Ordnung, aber im zweiten hatte ich keine Ahnung, was ich tun sollte. Zum Glück habe ich am Ende noch das Double im letzten Frame geschafft.
Also, er also der Europameister, der Europameistertitel im Dream Bowl Palace in München und Unterföhring ging also an Paulsen aus Schweden. Aber jetzt nicht etwa sagen, okay, das war's, Eurosport ausschalten. Wir machen nur ein Päuschen. Nachher kommen wir zurück mit der PBA World Championship aus Las Vegas. Bis dahin machen wir jetzt ein Kaffeepäuschen. Tschüss und bye bye.